Die Hinterreifen halten eine sehr lange Zeit durch, aber ihre Leistungsfähigkeit nimmt mit steigendem Alter ab. Falls Ihr Reifen älter als 10 Jahre ist, muss er aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden. Falls Sie das Alter Ihrer Reifen nicht kennen, beachten Sie, dass seit 2000 eine DOT-Identifikationsnummer, Department of Transportation, an der Seite des Reifens platziert ist. Diese Identifikationsnummer zeigt das Alter des Reifens. Die letzten 4 Ziffern repräsentieren das Datum, an dem der Reifen produziert wurde. 2 Ziffern, um die Woche zu identifizieren. 2 Ziffern, um das Jahr zu identifizieren. Dieser Reifen wurde in der 7. Woche des Jahres 2016 hergestellt. Der Anlagencode kann ebenfalls anhand der ersten 2 Zeichen herausgefunden werden. Ein 2-stelliger dimensionaler Code. Eine optionale, 4-stellige Herstellerkennung. Das Wort DOT ist optional. Es ist zum Beispiel nicht auf Michelin-Reifen zu finden. Das Datum der Herstellung wird mittels der letzten 4 Ziffern angegeben. Dieser Reifen wurde in der 22. Woche des Jahres 2014 hergestellt. Falls Sie nicht wissen, auf welcher Seite die Tankklappe ist, schauen Sie auf das Zapfsäulensymbol. Falls das Symbol einen kleinen Pfeil hat, zeigt dieser stets auf die Seite der Tankklappe. Bei diesem Fahrzeug zeigt der Pfeil nach links, also ist die Tankklappe auf der linken Seite. Falls Sie Ihr Auto talwärts parken, drehen Sie das Lenkrad in Richtung des Randsteins. Falls Ihre Handbremse ausfällt, wird das Fahrzeug vom Randstein gestoppt werden. Falls Sie Ihr Auto bergwärts parken, drehen Sie das Lenkrad in die dem Randstein entgegengesetzte Richtung. Falls Sie keinen Telefonhalter haben, können Sie das Telefon mit einem einfachen Gummiband am Lüftungsschlitz befestigen. Falls Sie es bevorzugen, das Telefon horizontal zu positionieren, verwenden Sie 2 Gummibänder.